nicht genug Energie. Geil. So, haben wir Schleichen? Ne, haben wir natürlich jetzt wieder nicht. Doch, haben wir. So, da können wir uns zumindest mal was chillen hier. Der Bogenschütze. So, ich würde mal sagen, da haben wir aber jetzt irgendwie Glück gehabt. Auch, dass dieser blöde Bogenschütze von uns abgelassen hat. So, aber die Sache ist irgendwie dann doch viel zu cool hier. Wir müssen uns einfach jetzt mal... Wo ist er? Hier? Oh, ne, direkt respawn vor unsere North. Die haben... Also die Frequenz ist zu groß. Nicht bereit. Ah, jetzt haben wir hier wieder voll Dingens. Oh, okay. So, jetzt erstmal was futtern, würde ich sagen, ne? Aber Stantepede. Am besten zwei Dinger. Tja, gut, ne? Eberrippchen in Biersoße, rein Bio. Da wollen wir mal nicht so sein. So, 20 Sekunden müssen wir hier irgendwie noch überbrücken. Und irgendwie kommen wir ja hier auch nicht aus dieser Kurve heraus. Erinnere mich übrigens an ein Kinderkarussell damals, was ich geliebt habe. So, 8 Sekunden noch überlabern. Hahaha. 5, 4. So, ich würde mal sagen, was haben wir hier noch sonst außer dem Bogenschützen? Okay, so. So, schleichen können wir wieder. Haben wir hier noch einen anderen stehen? Ich hoffe nicht. So, erstmal ranschleichen, klauen. Inventar ist okay. Voll. So, und jetzt mal von hinten, von vorne. So, ein bisschen chillen hier. Und hoffentlich jetzt den Kombo. Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt sind wir sowieso ein bisschen stärker. So. Und wieder ab in Schleichmodus. Bloß nicht übermütig hier werden. So, jetzt haben wir hier die Olle. Was haben wir denn daneben noch stehen? So, der könnte die adden. So, versuchen wir den Kombopunkt noch zu landen. So, okay. Und jetzt hauen wir... Nee, komm, noch einer geht noch. Einer geht noch rein. So, haben wir einen vierten. Fünften. So, jetzt kannst du mal flitzen gehen hier. Nein! So, 4 von 5. So, du willst auch was wissen hier. Jetzt werden wir hier übermütig. Ich hoffe, jetzt mit dem Respawn kommen wir einigermaßen hin. Jetzt fehlt uns die Energie. So, okay. Nein! Noch nicht bereit. Bitte nicht. Okay, so, 5 von 5. So, am besten wieder schleichen und plündern. Das können wir am besten. Und saufen. Dürfen wir nicht vergessen. Also, ich würde ja fast sagen, nach dem Abenteuer haben wir uns auch gleich mal einen verdient hier. So, was haben wir hier noch zu... Ja. So, was haben wir hier? Erforscht die Höhle der Frost... Ah, das müssen wir noch. Okay. Komm hier, Madame. So, wenn wir Glück haben. Ja, Feini. Haben wir echt mal Glück gehabt. So, du gehst jetzt hier mal dir die Kombo fangen. Wunderbar. So, schleichen. So, was haben wir hier noch? Wird's denn mal mit der Höhlenerforschung hier? Also... Aber gut, nach zweimal Pleite. So, Manlein. Du kommst auf mich zu. Wirkst mir sehr nervös. Ich muss näher ran. Kann man schon mal eine Kombo raushauen. Das ist zu weit entfernt. So. Können wir mal wieder schleichen? Nein, wir haben den Super-Feen-Modus. Ja, das heißt, wir holen uns jetzt hier auch direkt mal den nächsten. Wir sind ja bei bester Gesundheit. So.
Gut. Das könnte man nicht kommen hier. So, jetzt. Gut. Also mittlerweile macht es richtig Spaß. Und wie gesagt, ihr seid ja Zeugen. Das, was im Guten versucht haben mit Schleichen. Und ich meine, ich weiß nicht, was, welcher Zipfel jetzt irgendwie gefehlt hat. Aber so gesehen haben wir ja eigentlich jetzt die Höhle schon zweimal umrundet, ne? Vielleicht, keine Ahnung. So. Nichtsdestotrotz haben wir einen Schleichmodus. So, Männlein. Ach, ich warte mal schön, bis der. Nee, Quatsch. Am besten hier rüberpullen. Kann ich noch nicht tun. Komm mal hier, bis ruhig bis hier, du Arschloch. Kommst du? Künste? Künste? Ich. Kommst du, kriegst du, kannst du? Ich bin außer Reichweite. So, fein. Also irgendwie macht mir das immer mehr Freude hier mit den Kombo-Punkten. So, ups. Ks, ks. Hallo. Ps, ps. Du da. Ups. Komm mal darüber, komm mal darüber. Das ist zu weit entfernt. So, haben wir sie aus der Pets Range. Probieren wir das nochmal. Hier. Na, ah, nee, schade. Immer blöd. So, aber dafür schön. The finishing move, ey. So, dann direkt mal was beißen hier. Am besten irgendwas, was uns die Taschen leer macht. So. Sounds good. So. So, langsam kommen wir hier richtig in den Killer-Flow rein. Fuck life, ey. Tun morok for life, tun morok barrio, mi hombre. So. Sollen wir jetzt hier noch hier das Drogenbusiness demnächst dominieren als Alchemist? Dann call me Wupsta Escobar. So. Hallo, Alter, war der... Nee, noch nicht aggro. Gut, und wir haben uns mal kein Feenfeuer eingefangen. Das ist ja eigentlich schlimmer wie Schnuppen. Wobei, ich glaube, den müssen wir uns hier... ...mäßig rüberpullen. So. Kommst du? Kannst du? Ja, kommt er rüber. So, komm mal um die Ecke hier. Wir haben was zu klären. Ins Café, wir müssen reden. So, jetzt kommen wir natürlich nicht hier ins Café hinter dem her. Geht da mal was hier? Bops. Ah, ein Ticken zu spät. Na, dafür hauen wir jetzt die Fünfer-Kombo raus und er kann nicht mehr flitzen gehen. So, dafür schmeißen wir hier was weg. So, wir machen Verbände. Noch besser. So, zweimal. Einmal, zweimal. So, jetzt haben wir nämlich Platz hier für ich kann nicht mehr den Schmiedeplan. Und die abgenutzten Handschuhe lassen wir einfach mal da. Könnt ihr euch selber mit die Griffel wärmen. So, jetzt wird es wieder schwierig. Wir sollten mal schleichen. Und dann mal gucken, dass wir hier kurz einen Prozess machen. Jetzt edit. Der Scheiße. So, du hast nicht mehr viel. Geh bloß nicht flitzen hier. Irgendwie. Ah, ich hab grad. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. So, und Schleichmodus. Unser hat uns noch nicht mal Feenfeuer gedrückt. Inventar ist voll. Gut, da wir. Haben wir Agro? Ne, haben wir nicht. So, weg mit der Blitzschaut-Makrelen. Mann, haben wir heute einen Kohldampf, aber irgendwie denken wir da ja pragmatisch. So, Verbände. So, wunderbar.
Okay, und wieder ab in den Schleichermodus. So, Höhle anscheinend immer noch nicht erforscht. Also langsam, wahrscheinlich heißt bei denen erforscht, ausgemerzt oder so, ne? Ich muss näher ran. So, das könnte jetzt natürlich sein, dass da blöd geedit wird von vorne. Ja, genau das habe ich jetzt befürchtet. Hat der einen Heiler dabei oder was geht? So, und wir haben noch nicht mal genug Blut hier. Das ist miese, kein Heiltrank. Ach, das sieht jetzt gerade nicht so toll für uns aus hier. Und keinen Heiltrank. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Komm, dich nehmen wir hier mit, ey. Noch nicht bereit. Okay, haben wir entrinnen oder irgendwie sowas in der Art? Ach, das ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nein. Ich bin außer Reichweite. Oh, schade. Das war knapp, oder? Wie viel hat denn der? Ne, der hat jetzt wieder voll. Nö, halb runter. Oh, Menno. Quest des Grauens irgendwie, was die Friedhofswege angeht. Aber, ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass das alles wieder komplett respawned hat, was mich jetzt eigentlich am meisten aufregt. Wir haben uns echt gut geschlagen. Digga, und wenn wir eine Doppelfolge machen, also... Aber vielleicht kriegen wir denselben Respawn. Ich sag mal, wie das bei allen Sachen im Leben so ist. Der Schurke, also Wupster als Schurke, lernt heute eine Menge. Und ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, naja, erstmal Wege suchen lernen. Ich wahrscheinlich auch so ein bisschen besser, einen Schurken überhaupt zu spielen. So, Schlangenlinie. Ups, hier wiederum totaler Schwachsinn. Auch dass man da immer... Das regt mich jetzt ein bisschen auf, weil wir sind doch irgendwie letztens an einem ganz anderen Friedhof. Nee, da... Nee, wir hatten auf jeden Fall nicht den Laufweg von vor der Höhle. Allein wegen dem Friedhof lohnt sich dann vielleicht doch bis zum Tode aus der Höhle rauszuhechten, aber... ne? Wo der dicke Ed überhaupt gerade herkam, weiß ich nicht. Der dicke Mr. Ed... So, 1.12 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen, aber ich denke mal, wir sind schon bei einer Doppelfolge. Ja. Ist ja auch die Sache, ob dann das Filmmaterial adäquat ist. Wir werden es alles sehen. Müssen wir jetzt durch, wir sind halt Tete Dunmorche. Tiki Gang. Wir sind beides, sagen wir mal so. Lazy ist Tiki Gang, Wupster ist Dunmorche. So, da haben wir, also zum Glück kann ich mich an dieser behinderten... Ich meine, was will das Zelt hier in der Winter, ey? Keine Wände, nur ein dummes Dach und ein blödes Fass, damit sie sich einsaufen können. Dann hier dasselbe, Alter. Da haben sie hier ein bisschen Juchte. Ah ne, hier ist schon ein bisschen kuscheliger, aber ein bisschen Stroh. Zahnarztpraxis oder was hier? Der lachende Backenzahn oder, naja, auch guck mal, eine Schatztruhe. Aber wir sind dead, ne? Wir müssen uns erstmal wiederbeleben. Merkt ihr was? Ich versuche mich hier irgendwie keinen Bock mehr. Guck mal, hier alles respawned, da ist noch was tot. Also die Leiche vom anderen, die bleibt natürlich jahrzehntelang liegen. Und hier so ein scheiß blöden Trolle hier, die respawnen dann. Ey, guck mal, ey, beste Stelle zum Tod. Beste, allerbeste Stelle. So richtig, Alter. Wieso nicht noch 10 Leute in die Range? So, okay, ist das hier. Ja, Bombs. Okay. So, wir sind da jetzt hier schon wie die Blöden rum.
Wenn ich den jetzt hier... ja klar, hier, respawn da. Wahrscheinlich müssen wir einmal nackig durch den Tümpel hüpfen. Und Trolle sind scheiße brüllen, keine Ahnung. Ich meine... Ich bring mich da gerade selber auf eine Idee, ne? Naja, gut. Pass mal auf da, ja. Ich soll wieder Klamotten wegschmeißen, ist schon blöd. Ist hier einer vorgewarnt oder was? Komm ab in den Tümpel hier. Reinigung der. Ne, nix. Nischt. So, jetzt kommen wir an dem hier noch schwerer vorbei. Einmal durch hier. Wupsidups. Wahrscheinlich zählt hier Stales überhaupt nicht bei denen. So, hier die alte. Ist ein bisschen nervig. Hier kommen wir hier mitten durch. Jetzt muss der aber. Gut. Bleib da bitte. So, danke, bitte so bleiben. So, ach, wir müssen in diesem, vielleicht diesen blöden Knick nochmal durchwarten. So, pass auf, jetzt wird auch wieder. So, also wie gesagt, das ist. Ach, hier war ja dieser blöde Knotenpunkt. So, dann schleichen wir uns hier nochmal langs, wenn wir hier überhaupt vorbeikommen. Hier sind wir doch reingekommen eben. Ja, wahrscheinlich müssen wir einmal durch diesen Kackzipfel durch. Pass auf, dann machen wir es hier auf die richtig bescheuerte. Gehen wir hier lang. Weißt du so, oder? Oder? Alter. So. So, versuchen hier vorbeizukommen. Möglichst an der Wand lang. So, okay. Die Alte haben wir doch, glaube ich, eben auch schon mal gekillt und haben keinen Ping gekriegt. Also, irgendwann hört es dann auch irgendwie auf mit dem Spaß. So, hier sind wir auch lang. Also, was gibt's jetzt an der Höhle nicht mehr zu erforschen, bitteschön? Also, echt. So, da wieder rum. Ach, wups, damit tut's ja auch leid. Hier. Aber jetzt kommt der hier wieder. So. Ups. Verzweiflung macht sich breit. Es geht voran. Jetzt sind wir hier in dem Loch. Gemütlichkeit ist anders. So. Obwohl, im Moment, die Tante, die holen wir uns jetzt erstmal. Also, wenn hier wirklich Dead End Street ist, dann... Ich muss näher ran. Okay, jetzt aber hier, komm mal rüber hier. Komm mal nach hinten, so nach ganz hinten. Diese Fähigkeit ist so geheilt. Das lädt immer auf. Willst du petzen? Ah, jetzt haben wir natürlich hier wieder... Ja. Boah, ich klicke aber auch hier wie so ein Maniac auf diesem Ding rum. Das ist unglaublich. Ne, das klappt natürlich auch nicht. Noch nicht bereit. Die machen aber auch so ein Aua, die Viecher. Das ist der Hammer. So viel Würstchen können wir gar nicht futtern. Von daher gibt's wieder Stinke AA. Vom ganzen Fleisch hier. Wupster. Bisschen mehr das Tierleid im Auge behalten. Auch in World of Warcraft. Aber ich glaube, Massentierhaltung gab's da Gott sei Dank noch nicht. Und die haben sich das alles selber erkämpft hier. Ach, das... Wir sind im Schleichmodus, okay. Komm mal her, du. Das ist zu weit entfernt. Du Batzke. Ja, wir haben's. Cool. Komm mal hier ins Action. Kann ich noch nicht tun. So. Komm mal. Ich bin außer Reichweite. So haben wir.
Nee, aber wir haben noch gar nichts geschafft hier eigentlich. Ja. So, jetzt wäre natürlich schön, ein Kombopunkt. So, wenn das hier mal funzen würde. Bitte, nee. Okay, besser als nichts. Locken wir ihn mal dahin, wo wir eben schon gemeuchelt haben. Ach, nicht flitzen gehen, du Arsch. Gut, so. Supi. Ab nach Dummuruch ins Heimatland. Power Move. So, jetzt bloß kein Ad mehr, sonst wird Papa böse. So, pass auf. Der Plan ist, erstmal Sachen verkaufen. Ich habe die besten Waren im Land. Ja, ich leider nicht, aber nichtsdestotrotz drehe ich es dir trotzdem an. So, Handaxt. Den überlegen wir uns noch. Das Stockfleisch kannst du selber behalten. Mir ist noch echt das ganze Fleisch, stößt mir nur komisch auf. So, die Verbände, den Rest behalten wir. Bleib sauber. So, aber jetzt gehen wir natürlich erstmal zum Briefkasten. Ihr wisst warum, ne? So, diesmal laufe ich auch mal ausnahmsweise nicht auf das Gebäude gegenüber. Ach, mein gutster Evelix. So. Cool. Ist da ein Blümchen? Ja, das nehmen wir uns doch jetzt mal mit. Und dann würde ich mal sagen, geben wir die Quest ab. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Ich würde mal sagen, Doppelfolge mit Happy End. Sogar hier der Fracking-Turm von der Amis ist mir auf einmal sympathisch. Von der Ami-Goblins. Vor allem fracken die sich ja selber weg, ey. Die Idioten. So. Bestimmt Trump-Wähler. So, ach, unser Baristinho. Hat er jetzt doch mal Kaffee, ein Latte Macchiato für uns zum Aufwärmen. Komm, schleichen wir uns mal an. Gucken dem mal so über die Schulter, wie dem seine Meisterröstung hier. Ja, guck mal, also der Espresso ist schon mal richtig geil, wie der hier rumzappelt und rumzittert. Na, Digga, mach mir mal ein Espresso. Handwerker. Naja, Kaffee kochen kann er trotzdem. Genug der Blödelei. So, wen haben wir denn hier? Ja, wegen dir, Idioten, sind wir hier dreimal gestorben. Super, und dann noch so ein Schrott uns am Andrehen. So, prima. Senator Rothstein, sollen wir den Bericht überbringen? Missmutiger Geselle. Aha, okay. Ja, wenig sonniges Gemüt. Heißt wahrscheinlich im Klartext, dass der uns erstmal ein paar auf die Omme gibt, aber... Er ist in Eisenschmiede. Ja, da müssen wir ja eh hin. Ne? Annehmen. So, Bumsti-Dums. Was haben wir jetzt hier? Wir haben neue Hose. Rips anlegen. Und wir haben neue Stiefelchen. Herrlich. So. Ach, auf einmal bist du kein Händler mehr. Jetzt, wo ich dir meine alten Mauken andrehen soll. Ja, komm mal her, du Espresso. Baristinho. Oberfachmann. So, die handgenähte Lederhose hätte ich im Angebot. Und wenn du noch ein Espresso drauflegst und ein Cappuccino, dann kriegst du von mir noch die handgenähten Lederstiefel. Ach ja, und ein Rundschild, den kriegst du gratis oben drauf. Alter, dafür zweimal gestorben, für so einen bescheuerten Rundschild, Alter. Das gibt's nur in WoW. Naja, okay. Schon Leute für weniger gestorben. Wo ist die Quest, bitteschön? Wir laufen jetzt hier. Da müsste eigentlich das Ausrufezeichen sein. Entweder ist die Hütte hier in ein Erdloch reingebaut. Komm, gehen wir mal rein. So. Wieso schleichen wir eigentlich? Lol. Ja, weil wir es können. Hahaha. Naja. Ach, unser Straße der Rettung. Wir müssen auf jeden Fall nach Eisenschmiede. Lust auf ein Glas?
So, was hast du? Sprinten hast du für uns. Ja gut, das ist bei unserem... Ich würde mal sagen, das Sprinten... Bleibt sauber! Sprinten, entrinnen, alles raus, was uns irgendwie der Flucht gereicht. So. Sprinten. Da haben wir's. Am besten erst Solarplexus und dann eine Runde sprinten. Pass auf, wir nehmen das mal. So, jetzt tun wir den Angelskill. Haben wir überhaupt eine Angel? Nee, haben wir immer noch nicht. Aber Hauptsache, wir haben es mal gelernt. So. Was seht die Kräutertasche? Ich würde mal sagen... Eigentlich waren unten die sanitären Anlagen besser. Den Fleischmief hat man unten gar nicht gemerkt. Die Jungs sind immer so laut da oben, der Gnom und der Kaiser Karl. Ich würde mal sagen, der ist ja eigentlich soweit ganz nett hier. Ach, was haben wir hier unten denn noch? Ja, hier haben wir ja noch mehr Ruhe und hier ist sogar noch was zu futtern auf dem Tisch. Ja, wenn das mal kein Service ist. Tofu, Alter, richtig geil. Die haben sogar Tofu hier unten. Komm. Hier lassen wir uns erstmal gut gehen. Und, hallo, zu viel Espresso oder was? Ne? So. Chill mal. Lazy Wupster. So, mein Freund. Heute hast du viel geschafft. Ein dickes Fell gekriegt. Und ihr auch so, dass ihr irgendwie so lange dran geblieben seid. Ne? Dann würde ich mal sagen... Auf zu neuen Abenteuern. Bis morgen. Ciao.